Ich bin in einem leeren Zug, der von der Werft kommt. Ich bin bald bei dir. Schalte die Systeme ein, damit der Zug stoppt. Ich glaube, es funktioniert. Der Zug wird langsamer. Brady, spring auf! Schnell, bevor sie merken, dass etwas nicht stimmt. Jetzt zählt es. Wenn du entdeckt wirst, sind wir beide tot. Das ist es hoffentlich wert. Deine Sabotage an den Scannern hat Wirkung gezeigt. Wir sind raus aus der roten Zone. Das ist die gelbe Zone von Ashgate, ein Collaborator-Distrikt. Hier ist alles ein wenig anders, als du es gewohnt bist. Sogar der unbedeutendste Liaison-Offizier hat einen viel höheren Lebensstandard. Da sie vom Rest der Bevölkerung verachtet werden, bieten ihnen die Machthaber einiges, damit sie den Job überhaupt annehmen. Das ist die Vision, die uns die KVA verkauft hat, als sie hierher kam. Zusammenarbeit beim Wiederaufbau Amerikas und eine Begleichung der Schulden. Die Leute hier glauben das immer noch. Oder zumindest behaupten sie das. Viele Leute hier genießen... Schnell, bevor sie merken, dass etwas nicht stimmt. Kommen wir zur Sache. In dieser Zone gibt es hauptsächlich Offiziere, aber hier leben auch ein paar Arbeiter und das ist deine Deckung. Ich bezweifle, dass meine Kollegen dein Gesicht erkennen werden, aber die Soldaten werden genauso wachsam sein wie sonst, also halte dich von ihnen fern. Du brauchst nicht zu glauben, dass ich hier ein einfaches Leben habe. Ich gehe täglich Risiken ein, für die ich gefoltert oder getötet werden könnte. Aber nicht alle Kriege können allein mit Waffen gewonnen werden. Man sollte meinen, dass ich für meinen Beitrag zu unserer Sache mehr Anerkennung bekommen würde. Es sollte kein Problem sein, dich reinzuschmuggeln. Überlass das Reden einfach mir. Crawford! Wer ist das? Das darf ich nicht sagen. Er hat Informationen über die Terroristen. Wirklich? Nun, er steht nicht auf meiner Liste. Klar steht er nicht drauf, aber sowas kann man nicht planen. Die Information ist dringend, also lass uns durch. Komm hierher. Na los. Ich habe einiges über dich gehört, Crawford. Du machst immer solche Dinge. Hältst dich nicht ans Protokoll. Ich muss dich melden. Nun, vielleicht sollte ich einen eigenen Bericht abgeben. Schließlich habe ich auch Sachen gehört, Harris. Wie war das noch gleich, als die Behörden kamen und deine Tochter mitnehmen wollten? Du sagtest, sie sei während der Unruhen gestorben. Aber ich frage mich, was man bei einer Durchsuchung deines Apartments finden würde, hm? Entschuldige die Belästigung. Kein Problem. Keiner von uns will das, oder? Na los, du musst deinen Bericht schreiben. Und wieder ein Feind mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mich das alles einholt. Jetzt muss ich Parrish finden, solange Harris noch im Dienst ist. Du solltest dein Paket zustellen. Halte dich einfach nicht zu lange auf der Straße auf, sonst erregst du Aufmerksamkeit. Brady, bist du drin? Hatte Angst, Crawfords Plan würde scheitern. Er ist ein empfindlicher Scheißkerl, aber nützlich. Jetzt musst du das Gehirn bitte zu Heather bringen. Sie ist ein technisches Genie. Sie wird wissen, wie es funktioniert. Ich lade ihre Unterschlupfdaten auf dein Handy.
Vielleicht bin ich sogar persönlich dort, sollte Crawfords Glück anhalten. Hör zu, Ashgate ist vielleicht voll mit Claps, aber wir brauchen die Leute für unsere Sache. Halte Ausschau nach Möglichkeiten, etwas Unruhe zu stiften. Investieren Sie in etwas Positives und in ein Miteinander. Verschwinde, Arschloch. Aktuelle Kriminalitätsrate niedrig. Hey. Neu-Amerika braucht dich. Werdet ihr sein? Haltet Ashgate frei von Verbrechen. Vielleicht beim nächsten Beispiel voran. An dieser Ort. Aktuelle Kriminalitätsrate. Immer. Verpiss dich. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten sehen, melden Sie diese sofort. Terrorismus darf nicht toleriert werden. Wir sind alle für unsere Sicherheit verantwortlich. Ich bin dir echt was schuldig, Mann. Kriminalitätsrate niedrig. Ich muss dir für die helfen. Hast du von dem Angriff auf die Polizeistation gehört? Mann. Ein ganz normaler Tag, was? Entschuldigung. Hey! Brady, richtig? Ich bin Wiley. Parrish hat schon angerufen und gesagt, du würdest mit einem Goliath-Gehirn vorbeikommen. Keine Ahnung, wo zum Teufel du es her hast. Heather ist unsere Expertin, wenn es um technische Dinge geht. Sie ist unterwegs. Aber gib mir das Gehirn. Ich bereite es für sie vor. Gib mir das Gehirn, dann werde ich es für sie vorbereiten. Keine Angst. Ich werde darauf aufpassen. Warte hier, bin gleich zurück. Ich mach das. Halt einfach die Augen offen, falls wir verfolgt werden. Was zur Hölle geht dort oben vor sich? Nips, öffne das Tor! Scheiße, Joe ist verletzt. Ach. Spence, du bist dran. Wir sind fast da! Spencer! Das war's! Ich werde sterben! Deine Zeit ist nicht gekommen, Joe. Wir haben es bis hierher geschafft. Spencer, er wurde von einer Gewehrkugel getroffen, aus nächster Nähe. Ich brauche mehr Licht. Okay, sehen wir uns das mal an. Wie ist das passiert? Verdammter Nork ist aus dem Nichts aufgetaucht. Ohne ihre GPS-Daten sind wir blind. Ich brauche einen Verband. Na los, mach schon. Leute, geht einen Schritt zurück. Spencer wird sich darum kümmern. Drück einfach weiter drauf. Okay, Joe, das ist Ketamin. Du wirst dich ein bisschen seltsam fühlen. Okay. Geschafft. Ich glaube, er wird wieder. Ich wusste es. Man muss Joe schon einen Pfahl durchs Herz treiben, um ihn zu töten. Heather, dieser Brady ist hier, um dich zu sehen. Parrish schickt ihn, weißt du noch? Hey, du bist Brady, ich bin Heather. Entschuldige. Also, Parrish hat dich mit diesem Goliath-Gehirn hergeschickt, damit ich es mir ansehe? Klingt interessant. Sehen wir es uns an. Das ist ein ziemlich kompliziertes Ding. Ich gebe das nur ungern zu, aber das zu modifizieren wird eine Herausforderung. Ich muss mir das an etwas weniger Komplexem ansehen. Joe liegt hier angeschossen und du willst dich ein wenig im Basteln üben? Hey, glaubst du, ich würde das nicht spüren? Spence meint, er käme durch. Wir müssen weitermachen. Ja, ja. Okay, Brady, ich brauche deine Hilfe.
Ich will ein Seeker-Gehirn. Es sollte dem Goliath-Gehirn ähnlich genug sein, damit ich an ihm experimentieren kann, bevor ich mich an das echte Ding wage. Unsere Läden gehören dir. Nimm dir, was du brauchst. Hey, komm schon, Heather. Lass Parrish seine eigenen Leute versorgen. Ist schon okay, Wiley. Das ist wichtig. Pass auf, Heather. Wir haben ohnehin nicht mehr viel und du verschenkst auch noch den Rest. Ich weiß, aber wir müssen zusammenarbeiten. Keine Angst, wir organisieren noch einen Überfall, okay? Dann füllen wir unsere Vorräte so gut es geht auf. Wozu brauchen wir einen Quartiermeister, wenn wir keine Sachen haben? Ohne dich können wir gar nichts unternehmen, Wiley. Keine Angst, wir kriegen das hin. Okay. Ich muss mir dieses Gehirn näher ansehen. Das wird eine Weile dauern. Ich darf es auf keinen Fall vermasseln.